Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein 2 The New Colossus. Wir wollen uns auch gar nicht lange aufhalten, weil unser Freund ja der Radioaktivität sehr stark ausgesetzt ist und auch gleich den Bunker, vor dem wir nun stehen, betreten. Und rein geht's und die Entgiftung sollte beginnen, genau. Sehr gut. Und dann können wir auch gleich die nächste Tür öffnen. Also wieder viel, viel Spaß und viel, viel Spannung. Finde die Kommandozentrale. Mal sehen, was uns hier alle so erwartet. Kleiner Vorluscher machen. Können wir hier noch... Ach so, ein Brief. Nein, das war eine Objektkarte. Eine Karte war das. Was haben wir hier noch? Eine Rüstung. Ach, Limit erreicht. Alles klar. Hier ist nicht verfügbar. Oh. Hier liegt eine Schlange am Boden. Hatte ich unsere Waffe nicht aufge... Doch, hatte ich doch, ne? So, was erwartet uns jetzt hier wieder? Natürlich liegt hier keine Schlange, hier liegt ein Wasserschlauch, ne? Alles Limit erreicht, wir haben alles... Achso, das nimmt er so mit, guck an, ich brauche da gar nichts einsammeln. Cool. Frage ist, reicht unsere neu aufgepimpte Maschinenpistole? Oh, was zur Hölle ist? Da habe ich sie beide zerlegt. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich habe mich hier völlig verhauen. Ich wollte hier durchrennen. Da sind noch 4 Deziliter drauf. Trotzdem meine Lieblingswaffe hier. Die hat so einen durchschlagenden Effekt. Na bitte, das geht doch auch noch. War da jetzt irgendwie was mit unserer anderen, mit der MP-Gel? Und ich das Magazin. Sag mal. Da wollte ich gar nicht hin. Einfach runtergefallen. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Boah, da ist er mir hinterher gesprungen. Ich bin ja gleich da, Junge. Also schön. Also schön. Nächster. So. Was können wir noch alles mitnehmen? Bevor wir uns hier... Ah. Die nehmen wir natürlich mit. Hier liegt noch eine Schlange am Boden.
So. Ach so. Oh, ist aber sehr, 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 sehr blutig. Können wir die mitnehmen hier? Na klar kann ich die mitnehmen. Die ist doch cool. Na, die hat doch ordentlich. Nächste. Da haben wir noch ein bisschen was eingesammelt. Guck, das nimmt er alles so mit. Cool. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Bevor wir hier verschwinden. Was haben wir hier noch? Genau, hier wäre ich hier rausgekommen. Nicht verfügbar. Bestimmt. Ich wollte nur mal probieren. Was habe ich denn hier aktiviert? Ich meine, das ist ja cool, aber... Ach, Limit erreicht? Nee. Okay. Ach, das sind Lüfter. Hier kann ich bestimmt durchrennen. Dafür muss ich aber die Kanone wegwerfen. Dann. Und? Denke mir, das sind sie so. Also mit der kann ich. Oh oh. Mit der kann ich also nicht groß laufen. Das sind so eine Lüftungsel. Achtung. On, off. Die Waffe war cool. Die sollte eigentlich in die Luft fliegen. Das ist schließlich... Ich dachte, ich hätte die weiter aufgepimpt, aber... Ich würde die Dieselwaffe ja gerne noch ein bisschen auftanken. Das hätte mich ja interessiert. Hier nicht gut. Okay. Nicht verfügbar. Das hier. Warte, können wir nichts machen. Hier geht's noch weiter runter. Keine Granaten mehr. Das war schon mal nicht schlecht. Hätte ich andersrum drehen müssen. Okay. Was war das eben? Na, die ist auch cool. 80 Deziliter hat die. Die ist doch in Ordnung. Kann ich zwar nicht mit rennen, aber... Das war doch mal was.
Überbrücke das Sicherheitssystem. Irgendwas hat er da auf mich geschossen, oder was? Hier nix. Da, ich höre doch was. Ich höre doch hier so einen Kumpel. Die ist langweilig? Wer ist denn der? Der Onkel Herr hat zu Weihnachten einen Sitzen hatte, trug er immer einen Papierkorb als Zylinder und führte mit mir und meinen Cousins Broadway-Tanznummern auf. War ein Heidenspaß, bis Oma sie stoppte. Mit uns lasen wir religiöse Texte und waren in die Seelische Stimme. Können Sie mir helfen? Traditionen sind heilig, so wie die Pflicht gegenüber dem Vaterland. Ein bisschen Musik würde die Moral hier unten anheben. Ist auch cool hier. Niska hat ein Radio gefunden. Kriegt aber wegen der Bleiwände kein Signal. Das ist hier unten. Sie haben uns neulich Terror Billys Hinrichtung gezeigt. Das war lustig. Ja, ich da unten sitze. Wie komme ich da runter? Da muss ich hin, da unten. Tja, da würde ich mal sagen, da gehen wir doch mal wieder zurück. Ich glaube, das geht hier irgendwo runter. Hier war die andere Waffe. Kann man hier noch was gebrauchen? Nö. Ah, hier, Nachtang. Na bitte. Na bitte, 80 Deziliter, einmal voll tanken, bitte. Coole Sache. So, da geht's die Treppe wieder hoch. Tja. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass wir da runterspringen müssen, oder? Guck mal, hier sitze oder was in der Lüfte, ne? Das ist diese... Nicht verfügbar, zum Aufladen. Und ich soll irgendwie rund... Ach so, ich ahne schon was. Das ist ja doof. Ja, das war jetzt unintelligent. Eigentlich wollte ich sie wegwerfen. Und damit nicht durchrennen kann, ist aber auch ein bisschen albern jetzt gerade. Schade, schade. Ein bisschen einsammeln. Hier geht's wieder nicht durch. So, und hier hinten kann ich... Ach so. Hier muss ich den ganzen Pfad springen. Hab ich die... Die schon alle erledigt, die Jungs. Wieder eingesammelt. Code, hier ist auch keine Anzeige. Ich glaube, ich habe mich derer schon entledigt, oder? Hier ist noch weiter runter, ne? So. Einmal Konzeptart mitnehmen. Medpack. Guck mal, einen Kaffee könnt ihr jetzt gebrauchen. Schönen Kaffee trinken jetzt. Konzeptart schauen wir uns später an. So, dann werden wir das hier erstmal... Haben wir ja jetzt geklärt.
Okay. Aktiviere den zweiten Hebel. Ach, da hinten auf der anderen Ebene. Okay. Auch dieses tun wir. Noch irgendwelche Typen, oder was? Da muss ich hinten hoch. Na klar. Ich glaube, die habe ich alle schon weggebrezelt, ne? Oh, der ist ja sehr offen. Was können wir hier noch? Binde, Munition. Das kann man mitnehmen. Lecker Kuchen. So, jetzt muss ich nur noch die Kommandozentrale suchen. Den habe ich gleich weggebraten. Diese Nebengeräusche sind natürlich ein bisschen sehr irritierend. Wo ist der Zettel jetzt hier? Ach, da war der. Carlos Postkarte. Albert, ich bin seit einem Monat hier und kann mit Bestimmtheit sagen, dass Provence in der Tat eine höchst sonderbare Stadt sei. Seit der jüngsten Verbrechenswelle, die über die Stadt hereinbrach, ist es nachts auf den Straßen nicht mehr sicher. Bei meinem Gespräch mit den Einwohnern habe ich Gerüchte über mutierte und verwilderte Personen gehört, die möglicherweise durch den radioaktiven Niederschlag in New York vergiftet wurden. Ich bleibe erst einmal in einem heruntergekommenen Motel. Der Eigentümer spricht kaum ein Wort. Er sieht mich nur aus leblos wirkenden Augen an. Ich habe das Haus meines Vorfahrens Johann Coven in der Vorstadt ausfindig gemacht. Die Leute meiden es. Sie sagen, es sei verflucht. Ich sollte auf keinen Fall dorthin gehen. Da muss ich sie allerdings enttäuschen. Ich werde morgen gleich als erstes zu dem alten Haus gehen. Hoffentlich finde ich dort etwas. Mit besten Grüßen, Carla Dietrich Walz. Welcome to Provence, home of the Ministry of Agriculture. Okay, dann haben wir auch gelesen. So, wo müssen wir jetzt lang hier? Limit erreicht. Ja, dann haben wir diese Waffen hier. Ach, da unten. Und wo muss ich jetzt hin? Wo? Dann wieder nach oben. Ich habe die da unten freigelassen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass ich genau hier... Nö, was? Hier unten muss ich hin, ne? Er ist völlig außer Puste. Ja, durch das Rennen, ne? Zu und hier. Das sind auch so ein Lüftungsdingens. Ausgang. Und das scheint es ja noch nicht gewesen zu sein, oder? So, wir werden jetzt erstmal gucken, in welche Richtung wir überhaupt müssen. Was mir hier manchmal fehlt, ist eine Art Kompass, richtig. Das war's auch schon. Hier wird mal die Karte. Das sind die Legende. Ach, Laser-Ladestation, genau. Missionsziel. Da muss ich hin. Okay. Dann bewegen wir uns mal in die Richtung. Da müssen wir hin. Hinter jeder Ecke lauert irgendwas. Oder müssen wir hier rauf?
Vaubilein. Oh nee, ne? Ein nettes Hundilein. Man schnell laufen können sie ja nicht. Oh! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Na toll. Hier wollte ich ja gar nicht lang. Tolle Sache, ey. Kann ich hier auch nicht weg, oder was? Oh. Das war schon. Wie damals. Mit meiner Luftpistole auf Dosen schießen. Jetzt sind die Dosen größer. Und die Waffen. Naja, ich sag mal so. Auch etwas gefährlicher, nicht nur größer, ne? So, wo müssen wir jetzt denn hier? Müssen wir jetzt hier wieder raten? Na klar. Und unsere schöne Waffe ist erledigt, ne? Haben wir nicht. Munition haben wir auch nicht mehr gekriegt. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Das schätze ich auch. So, das sieht bis jetzt... Ach, da hinten. Ganz gut aus. Gut. Diese Blechkisten können wir nicht zerschlagen, ne? Habe ich gerade so mal feststellen müssen. Ja, dann rennen wir da durch. Und hier? Achso. Keine Lampe. Ich wollte eben die Lampe einschalten. Und jetzt? Ach so, der Aufzugsschacht. Alles klar. Bisschen umständlich, aber... Okay. Kommen wir hier auch im Notfall wieder hoch? Nö. Also aktivieren wir das Ganze. Die haben wir noch. Jetzt mal gucken, was wir hier alle so an Waffen noch haben. Kurzer Check, die haben wir noch. Und die wäre doch auch noch gegangen. Die lieben kleinen Hundis. Na Jungs. Limit erreicht. So Jungs, wo seid ihr? Nett. Finde die Kommandozentrale. Na, ich hoffe doch. Ach, finde New Yorks, New Orleans Unterlagen. Was, nochmal? Ja, finde New Orleans Unterlagen. Was wird uns hier bloß wieder erwarten? Bestimmt nichts Nettes. Keine Freundschaften werden wir hier schließen. Schätze ich. Oh, sehr tief. Am Computer können wir nichts machen, ne? Gut, wir wollen mal ganz kurz die Lage peilen. Finde New Orleans Unterlagen. Kommandozentrale haben wir gefunden. Also jetzt geht es nur noch darum. Können wir noch irgendwelche Waffen-Upgrades? Nee, was haben wir überhaupt aus unserer Maschinenpistole alles veranstaltet? Trommelmagazin? Integrierter Schalldämpfer, Nagelgewehr. Ein Zielfernrohr geht nicht. Gut, Sturmgewehr haben wir.
Das haben wir aufgepimpt. Scharfschützen, Panzerbrechen, Doppelmagazin. Und dann das nächste, der Schockhammer. Da machen wir einen Rotor draus, erweitertes Magazin und Querschläge. Wenn wir dann soweit kommen. Ich hoffe ja, dass wir nochmal so ein Ding finden hier, so ein Waffen-Upgrade, schnell wieder. Da ist schon so ein Heinz. Was war das denn eben? Ach, die Dieselkanone. Nee, was war das? Das ist doch auch noch... Das andere ist noch so ein Ding? Zwei Stück habe ich davon? Achso, ich habe die eine weggelegt, war die Pistole? Alles in Ordnung? Ja. Jo. Bevor wir hier irgendwas lesen, werden wir jetzt erstmal... Nahkampf ist ein bisschen schlecht jetzt, glaube ich. Wo sind die denn? Ist etwas nicht in Ordnung. Was? Na toll. Von wo kommen wir jetzt? Ob so nicht hier raus? Dann kann ich auch mit der schießen hier und mit der anderen. Die ist ja auch cool, die Waffe hier. Na los, komm. Ich wollte ja gerne an den Computer ran. Wo ist er? Hä? Ach, da oben können die auch noch kommen. Ein Waffen-Upgrade. Hab ich doch gesucht. Wie komme ich da hoch? Ach so. Eieieiei. Nett. Nett. Oh. Wir brauchen mehr Verstärkung, gleich. Komm her, Junge. Ach, da oben können die noch raus. Ein bisschen abhauen hier, ein bisschen absammeln, ne? Zwei Kommandanten gleich erwischt. Na perfetto. Eieiei. Wie viel haben die jetzt erwischt? Zwei Kommandanten, ne? Oder drei? Genial. Und mir geht's gut. Das sieht doch top aus. Na perfekt. Dann wollen wir erstmal gucken, kurz nach unseren Waffen. Upgrade wollten wir ja machen. Gleich. Und zwar wollten wir wo ist sie? Der Schockhammer, den wollten wir.
Den Rotor, da werden wir einen Rotor machen. Waffen möchtest du? Ja, klar. Gott, sehr gut. So, super. Dann haben wir unsere Schockhammerwaffe auch verbessert. Freunde,